Hallo, ich bin Felix Wechsler und ich halte heute den Vortrag Geometrische Optik. Was versteht man eigentlich unter Optik? Unter Optik versteht man alles, was man irgendwie mit den Augen zum Beispiel wahrnehmen kann, also Licht, vielleicht auch noch den Infrarotbereich, den man mit Augen nicht mehr so gut sehen kann, aber dann mit Kameras zum Beispiel. Das versteht man im Allgemeinen so unter Optik. Und wir behandeln heute uns mit dem, oder wir befassen uns mit dem Thema geometrische Optik. Und die geometrische Optik ist nur eine Beschreibung von vielen Beschreibungen der Optik und sie ist eigentlich die einfachste Beschreibung der Optik. Das heißt, man kann hier so einen Kreis machen. Und die Grundannahmen werden wir gleich nochmal genauer besprechen, aber im Prinzip, dass wir alles als Lichtstrahlen beschreiben. Eine weitere Optik oder eine weitere Optikbeschreibung habt ihr vielleicht auch schon in der Schule kennengelernt, und zwar die Wellenoptik. Die Wellenoptik ist insofern allgemeiner als die geometrische Optik, da sie auch so Effekte wie Interferenzen oder Beugung beinhaltet, aber trotzdem die gleichen Effekte beschreiben kann wie die geometrische Optik auch. Das Problem ist, dass viele Effekte deutlich schwieriger zu beschreiben sind mit der Wellenoptik und damit auch deutlich aufwendiger sind. Und es geht noch weiter, und die Wellenoptik wird eigentlich auch noch besser beschrieben mit dem Elektromagnetismus, denn wenn man genau hinguckt, dann ist Licht eine elektromagnetische Welle. Insofern müsste man eigentlich immer die Maxwell-Gleichungen lösen, um wirklich eine genaue Beschreibung davon zu erhalten. Das Problem ist, für reale Linsensysteme oder für Mikroskope sind die Maxwell-Gleichungen praktisch unlösbar. Das geht auf keinen Fall mehr auf einem Papier, sondern wenn dann nur noch mit Computern, aber auch dann nur auf sehr kleinen Skalen. Also für Linsen praktisch unmöglich. Deswegen wird der Elektromagnetismus ist vor allem dann wichtig, wenn wir kleine Strukturen haben. Es geht aber noch weiter. Man kann so eigentlich sagen, eine noch bessere Beschreibung der Optik ist dann die sogenannte Quantenoptik, die dann auch die Photonen, also die Quantennatur des Lichts beinhaltet, und damit ermöglichen sich, also kann man noch viel mehr Effekte beschreiben. Aber wie gesagt, wie bei Elektromagnetismus für praktische Probleme, für so Linsensysteme völlig unbrauchbar und viel zu komplex. Deswegen konzentrieren wir uns im Vortrag hier auf die geometrische Optik. Wir können uns auch ein paar Axiome nun aufschreiben, die so mehr oder weniger zentral sind, um die Optik zu beschreiben. Und das erste Axiom ist, die Lichtausbreitung ist geradlinig. Was verstehen wir darunter? Und zwar, in der geometrischen Optik ist das Licht im Prinzip ein Strahl, und in einem homogenen Medium, also zum Beispiel in Wasser oder in Luft oder in Vakuum, geht dieser Strahl einfach geradeaus und er ist nicht gekrümmt, er ist einfach geradlinig. Das ist eine Vereinfachung, aber für die meisten Fälle reicht das eben. Genau, dann können wir das zweite Axiom machen. Am Übergang zwischen zwei homogenen Medien muss man dann das Reflexions- und Brechungsgesetz machen. Also Übergang zweier homogener Medien muss man das Reflexions- und Brechungsgesetz beachten. Was die beiden Gesetze im Genauen sind, kommen wir nachher auch noch dazu. Genau. Dann eben das dritte Axiom. Die Lichtausbreitung ist umkehrbar. Darunter verstehen wir, dass es egal ist, ob wir einen Lichtstrahl von A nach B senden oder von B nach A, die physikalische Beschreibung ist die gleiche. Und vor ein paar tausend Jahren, da dachten die Menschen auch, dass man mit den Augen Strahlen aussendet und damit Gegenstände detektiert, zum Beispiel jetzt diese Tafel hier. Aber heutzutage wissen wir natürlich, dass die Augen keine Strahlen aussenden, sondern dass wir Licht von der Sonne oder von einer Lichtquelle haben, und das kommt auf die Tafel, wird an der Tafel diffus reflektiert und geht dann in unsere Augen und wir nehmen sie wahr. Aber wenn man das jetzt unter dem Aspekt dieses dritten Axioms, dass die Lichtausbreitung umkehrbar ist, betrachtet, dann ist dieser Gedanke, dass die Augen Strahlen aussenden, gar nicht so verkehrt. Genau. Und dann können wir auch noch zum vierten Axiom übergehen. Kreuzung von Licht, also wenn sich zwei Lichtstrahlen kreuzen,
dann gibt es da keine Beeinflussung. Das unterscheidet zum Beispiel jetzt die Wellenoptik von der geometrischen Optik, denn in der Wellenoptik, wenn sich zwei Wellen kreuzen, dann haben wir da Interferenzen, da gibt es dann Verstärkung oder Auslöschung, aber in der geometrischen Optik sagen wir einfach, kreuzen sich zwei Strahlen, gibt es da keinen Effekt, es passiert einfach nichts. So, und jetzt muss ich einmal kurz die Tafel wischen. Und jetzt führen wir noch eine Näherung ein, die sehr häufig in der Optik verwendet wird, um einfache, geschlossene mathematische Ausdrücke zu erhalten. Und zwar die paraxiale Optik, und sie bedeutet, dass wir nur achsennahe Strahlen betrachten. Und zwar, wenn wir jetzt hier eine Linse haben, dann hat man üblicherweise, malt man hier so eine optische Achse ein. Und wenn wir jetzt Lichteinfall haben, dann sagen wir, dass dieser Lichteinfall, zum Beispiel dieser gerade Strahl, dass der sehr nahe an der optischen Achse ist. Und jetzt kann man auch hier einen Winkel Phi einzeichnen. Und wir sagen eben, dass dieser Winkel Phi recht klein ist, dass wir also nahe an der optischen Achse sind. Das heißt, Strahlen, die zum Beispiel von hier unten kommen, die betrachten wir nicht, weil da ist der Winkel sehr stark. Und das ist nicht von der paraxialen Optik mit inbegriffen. Und jetzt können wir hier auch kurz ein Koordinatensystem definieren. Also wir können zum Beispiel sagen, das ist hier y. Und jetzt hat dieser Lichtstrahl, der hat jetzt hier ein Delta y, weil er knickt ja nach unten ab. Und wir können auch sagen, das passiert über die Strecke Delta x. Und jetzt können wir uns mit ein bisschen Trigonometrie überlegen, wie wir das beschreiben können, und zwar, ja, können hier schreiben, y von x ist irgendwie ein y0 plus ein Delta y oder ein Minus Delta y, je nachdem, wie man das Koordinatensystem wählt. Und jetzt erkennen wir eben, dass hier das Dreieck ist, hier ist Delta x und Delta y. Das heißt, wir können das Delta y auch ausdrücken als Delta x mal den Tangens von Phi. Das könnt ihr euch mal überlegen, dass das so stimmt. Und jetzt an dieser Stelle führen wir kein ist gleich ein, sondern ein ungefähr. Und das ist auch die Näherung der paraxialen Optik. Und zwar gilt jetzt hier Delta y plus Delta x mal Phi. Denn das ist eine Näherung, die ganz häufig in der Physik verwendet wird. Das ist die sogenannte Kleinwinkelnäherung. Und sie besagt, dass der Tangens von Phi für kleine Winkel von Phi ungefähr das gleiche ist. Und diese kleinen Winkel von Phi stimmen jetzt hier überein, dass wir eben kleine Winkel, achsennahe Strahlen haben. Und viele Formen in der geometrischen Optik oder allgemein in der Optik, Brennweite für Linsen, da steckt diese Annahme, dass wir kleine Winkel haben, die steckt da implizit oft dahinter, ohne dass sie explizit erwähnt wird. Aber das ist eine wichtige Näherung, die oft gemacht wird in der Optik. Genau, jetzt haben wir so die Grundlagen von, was ist geometrische Optik überhaupt? Und jetzt können wir auch weitergehen zu den nächsten Gesetzen, die wir brauchen, und zwar Brechung und Reflexion. Und zwar beginnen wir mit dem Reflexionsgesetz, weil das so eigentlich eines der einfachsten Gesetze in der Optik ist. Reflexion. Und zwar, wenn man jetzt einen perfekten Spiegel hat, zum Beispiel in eurem Bad, da findet ihr einen Spiegel, der einigermaßen perfekt ist. Und für diesen Spiegel gilt, wenn man jetzt Licht einfallend auf dieser Oberfläche hat, dann fällt das hier ein, dann wird das hier reflektiert, dann kann man sich die Winkel, dann kann man die Winkel eintragen. In der Optik wird der Winkel üblicherweise zum Lot gemessen, das heißt, wir zeichnen hier das Lot ein. Und jetzt haben wir hier einen Winkel Alpha und hier einen Winkel Beta. Und das Reflexionsgesetz besagt einfach nur, Reflexionsgesetz, dass diese Winkel Alpha, dass dieser Winkel Alpha gleich Beta ist. Das bedeutet, dass Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ist. Und das gilt eben nur für eine perfekt spiegelnde Oberfläche. Hätten wir jetzt zum Beispiel eine Oberfläche, die nicht perfekt spiegeln ist, zum Beispiel eine metallene Oberfläche oder ein Tisch, dann fällt hier Licht ein und dann wird das aber in alle möglichen Richtungen reflektiert.
Da gibt es dann zwar auch Gesetze, die Intensitäten und sowas beschreiben, das ist jetzt aber für uns nicht von Interesse. Für uns gilt immer Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel an spiegelnden Oberflächen. Genau. Und um das Brechungsgesetz jetzt zu motivieren, führen wir auch noch das Fermatsche Prinzip ein. Das ist auch ein eigentlich sehr einfaches Prinzip der Optik. 2.2, Fermatsches Prinzip. Und das Fermatsche Prinzip besagt, die Lichtlaufzeit ist extremal. Und darunter verstehen wir, wenn wir zwei Punkte im Raum haben, also zum Beispiel Punkt A und Punkt B, dann möchte das Licht einen Weg einnehmen oder einen Weg nehmen, der möglichst kurz in der Zeit ist. Und dazu muss man Formeln kennen, wie dass die Zeit ist das gleiche wie Strecke durch Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit des Lichts nennt man auch C0. Und im Vakuum ist die Geschwindigkeit 2,99792458 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Das ist die exakte Definition, aber was man üblicherweise verwendet, ist 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Da ist sehr, also bis auf einige Nachkommastellen, etwa Gleiches. Und das ist die Geschwindigkeit von Licht im Vakuum. Und natürlich die schnellste Strecke, da wir ja sehen, naja, die Zeit ist proportional zur Strecke, da die Geschwindigkeit überall konstant ist, ist die Strecke, die das Licht nehmen wird in einem homogenen Medium, einfach die direkte Verbindung von A nach B. Die Frage ist jetzt allerdings schwieriger, sobald wir ein Medium einführen, das einen anderen Brechungsindex hat. Also angenommen, wir haben hier eine Box und die Box ist jetzt aufgeteilt in Luft und Wasser. Und dazu führen wir jetzt einen Materialparameter ein, der sogenannte Brechungsindex. Brechungsindex N. Und was der Brechungsindex beschreibt, er sagt einfach nur, dass die Lichtgeschwindigkeit in diesem Medium anders ist. Und zwar ist die Lichtgeschwindigkeit C0 geteilt durch N. Das heißt, der Brechungsindex ist ein Materialparameter, der die Geschwindigkeit verändert. Und für Wasser oder beziehungsweise für Luft, da gilt, dass n ungefähr 1 ist. Das heißt, die Geschwindigkeit von Licht ist quasi der Geschwindigkeit vom Vakuum in Luft und Vakuum identisch. Und der Brechungsindex von Wasser, der ist ungefähr 1,33. Das heißt, im Wasser ist das Licht langsamer. Und das hat jetzt Auswirkungen auf unsere Frage hier, denn das Licht möchte immer noch den schnellsten Weg von A nach B nehmen. Allerdings ist jetzt ja hier die Geschwindigkeit langsamer. Dann könnte man sich ja überlegen, vielleicht möchte das Licht lieber einen Weg nehmen, der ja, vielleicht so aussieht, weil ja jetzt hier die Strecke in dem langsamen Medium deutlich kürzer ist. Und die Frage ist auch berechtigt, ist das vielleicht die Lösung? Die Frage ist, aber könnte es nicht vielleicht auch dieser Weg hier sein? Das heißt, es ist jetzt unklar, welcher jetzt wirklich der schnellste Weg ist. Und dazu, um wirklich den schnellsten Weg von A nach B zu finden, muss man mathematisch diesen Ausdruck eben minimieren. Und das findet ihr auch dann im zugehörigen Skript mathematisch ausgeführt, diesen Beweis. Und ähnlich wie beim Reflexionsgesetz können wir jetzt hier die Winkel einzeichnen. Und zwar haben wir hier einen Winkel Alpha und hier einen Winkel Beta. Und den Zusammenhang zwischen diesen beiden Winkeln, den liefert das Brechungsgesetz 2.3. Das Brechungsgesetz. Und das Brechungsgesetz besagt nun, dass N1 mal Sinus Alpha ist gleich N2 mal Sinus Beta. Wobei jetzt in diesem Medium quasi N1 und in diesem Medium N2.
Was wir jetzt von dieser Gleichung hier sehen können, ist, dass rechts ja n2, weil 3, 3 größer als 1 ist, was bedeutet, dass dieser Teil der Gleichung größer ist. Das heißt, das Beta muss kleiner werden, damit die Gleichung noch erfüllt ist. Und das sehen wir auch hier in der Grafik, dass das Beta kleiner ist als das Alpha. Man sagt auch, das Licht wird zum Lot des optisch dichteren Mediums gebrochen. Und optisch dichter bedeutet einfach, dass n2 eben größer ist als n1. Also das Licht wird zum Lot des optisch dichteren Mediums, gebrochen. Und den quantitativen Zusammenhang, den sehen wir hier oben gegeben. Und wie gesagt, die Herleitung dazu findet ihr im Skript. Und jetzt, da wir die Grundlagen von Reflexions- und Brechungsgesetz kennengelernt haben, können wir jetzt übergehen zum dritten Kapitel. Und das dritte Kapitel handelt von Spiegel und Linsen. Und zuerst werden wir uns den Hohlspiegel genauer ansehen. Und der Hohlspiegel ist dabei, wenn man sich jetzt hier ein Kreissegment nimmt, also ich schneide mir jetzt hier einen Teil von einem Kreis aus, den ich jetzt hier gepunktet weiterführen kann. Und der hat irgendwie einen Radius R. Und wenn ich diesen Teil des Kreises oder einer Kugel in 3D dann mit einer spiegelnden Oberfläche beschichte, dann habe ich einen Hohlspiegel. Und wenn jetzt nun Licht, parallel einfallendes Licht, also hier das einfallende Licht, wenn das jetzt nun hier auf diese Spiegeloberfläche trifft, dann sehen wir die Eigenschaft, dass das Licht auf einen Punkt reflektiert wird. Und das ist unabhängig von der Höhe des Lichts, auf das es hier den Spiegel trifft, wird es aus diesem einen Punkt reflektiert. Bedenkt, dass das wiederum nur in der paraxialen Näherung gilt, das ist quasi jetzt so implizit immer dabei. Und diesen Punkt hier, den nennt man auch den Brennpunkt des Spiegels. Also hier, das ist der Brennpunkt. Und den Abstand des Brennpunkts zum Spiegel, den nennt man auch F oder auch die Brennweite. Genau. Und das Schöne ist, das ist jetzt eine Möglichkeit, Licht zu bündeln, auf einen Punkt zu fokussieren, die das Reflexionsgesetz benutzt. Genau. Und jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Man kann nämlich Licht nicht nur mit dem Reflexionsgesetz bündeln, sondern auch noch mit dem Brechungsgesetz. Und das funktioniert wie folgt. Wir nehmen erneut, wie hier, einen Kreis. Und zwar zum Beispiel hier, den führen wir dann einfach hier so gepunktet weiter. Und diese Kreisoberfläche, die schneiden wir jetzt mit einem zweiten Kreis, der einen anderen Radius haben kann, zum Beispiel kleiner. Das heißt, wir haben hier ein R1 und hier ein R2. Und diesen Schnitt dieser zwei Kreise oder in 3D dieser Kugeln, den füllen wir mit Glas aus. Und wenn jetzt Licht, parallel einfallendes Licht, auf diese Oberfläche hier trifft, dann haben wir natürlich hier den Übergang von einem homogenen Medium, also von Luft auf Glas. Das heißt, wir haben hier einmal eine Brechung und hier haben wir den Übergang von Glas auf Luft. Das heißt, wir haben hier wieder eine Brechung und letztendlich wird das Licht hier runtergebrochen. Und wenn man das jetzt für alle Strahlen einzeichnet, dann müsste man hier überall das Brechungsgesetz befolgen. Und was man letztendlich sieht, dass das Licht immer auf einen Punkt fokussiert wird. Das heißt, ähnlich wie beim Spiegel gibt es hier eben auch einen Punkt, den sogenannten Brennpunkt. Und wie beim Spiegel können wir hier auch die Brennweite F einzeichnen. Und diese Art dieser Lichtbündelung, die basiert jetzt nun auf dem Brechungsgesetz.
Genau. Die Details zu den jeweiligen Gesetzen, die findet ihr auch nochmal im Skript bis zu Kapitel 3. Das ist jetzt auch das, was wir ungefähr behandelt haben. Im Skript findet ihr auch zusätzlich noch die Herleitung des Brechungsgesetzes anhand des Fermatschen Prinzips. Und ganz hinten im Skript gibt es auch noch Übungsaufgaben. Und da sind vor allem die erste Aufgabe die Herleitung des Reflexionsgesetzes mit des Fermatschen Prinzips oder auch die zweite Aufgabe, denn die zweite Aufgabe ist auch eine Aufgabe, die man rein geometrisch lösen kann mit dem bisherigen Wissen. Und zwar, wenn man einen Wasserbehälter nimmt und in diesem Wasserbehälter ist der Brechungsindex 1,33 und dort befindet sich eine kugelrunde Luftblase. Und wenn jetzt Licht auf diese Luftblase im Wasser trifft, dann gibt es ähnlich wie bei dieser Linse hier oben einen Bündelungseffekt. Das heißt, es gibt einen Brennpunkt. Und die Fragestellung ist nun, was ist die Brennweite dieser Luftblase im Wasser? Und das kann man anhand der, mit Hilfe der paraxialen Näherung und dem Brechungsgesetz und ein paar geometrischen Überlegungen ganz einfach herleiten. Dann herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.